Also Riesengeschenke, bunte Geschenke. Genau, erstmal hat der Kosmos Geschenke. Und die. Hey, ihr Wundervollen. So schön, dass du da bist. Ja, so schön, dass du da bist. Und als Danke dafür, dass du da bist, haben wir einmal wieder ein paar Geschenke für dich. Ganz wundervolle Geschenke, finde ich. Riesengeschenke, also bunte Geschenke. Genau, erstmal hat der Kosmos Geschenke. Und die haben wir ja auch alle gemacht. Ne? Du und wir alle im kristallinen Gitternetz haben diese Geschenke sozusagen vorbereitet. Am 19. Mai startet eine 10er Portaltagewelle. Das kennst du schon, das ist jedes Jahr so. Und wer die schon mal ganz bewusst erlebt hat, das ist so ein bisschen wie die Rauhnächte. Ein bisschen. Nicht, es ist nicht ganz so. Nicht so in der Tiefe. Und trotzdem eben 10 Portaltage aneinander. Ja. Weit geöffnete Tore. Ja. Möglichkeiten über Möglichkeiten für dich. Und das ist einfach der Hammer, was da, ja, was darüber fließt an Frequenzen und Licht und Ursprung. Ja, es ist wirklich, es ist ja immer so, würde ich sagen, immer, immer, immer. Du machst dein Leben, du machst jeden Tag, jede Sekunde und alles. Und an Portaltagen ist es noch mehr so. Da machst du deinen Portaltag. Und in dem Sinne haben es wir einfach mega geil gemacht. Für uns und für dich. Es ist so eine geile Kombi. Wirklich, ich bin so begeistert. Mit den Blogbeiträgen, den Klanginjektionen und dann noch exklusiv für dich Channelings, abgestimmt auf den Portaltag, alles eingeschwungen. Es ist einfach, ja. Ich glaube wirklich, du kannst es noch gar nicht so ganz vorstellen. Es ist da so viel möglich für dich. Einfach indem du dich mitten hineinbegibst. An manchen Tagen genügt dir vielleicht einfach schon die Klanginjektion, die Frequenzinjektion. Und an anderen möchtest du das Channeling fünfmal hören. Folge da deinem inneren Ruf. Und wenn du mitmachen möchtest, wenn du diese Geschenke sozusagen von uns haben möchtest, dann meldest du dich einfach bei unserem Newsletter an. Genau. Erst recht, wenn du die Channelings haben willst. Genau. Blogbeiträge und Klanginjektionen bekommst du so. Genau. Bei den Channelings haben wir es nur für unsere Newsletter-Abonnenten gemacht, weil es eben so besonders ist. Genau. Sind Channelings, die noch nie veröffentlicht wurden. Also kein anderer bis jetzt hatte. Exklusiv für dich. Genau. Und abgestimmt auf den Portaltag, der gerade ist, ist es einfach so ein Geschenk. Das wollen wir den Leuten schenken, die auch gerne mit uns sind. Genau. Also gönn dir das, wenn du Lust hast. Mitten in der Zeit der 10er Portaltagewelle ist dann auch ein Crystal Flow. Den verschenken wir nicht. Da kannst du dabei sein, wenn dein Thema die Liebe ist. Im weitesten Sinne. Wenn du sagst, ich hätte so gerne mal wieder eine Partnerschaft, ich fühle mich nicht wohl in meiner Partnerschaft oder vielleicht ich fühle mich nicht wohl mit mir, ich bin mit mir nicht liebevoll, ich zerstöre mich oder ich weiß gar nicht, was Liebe ist, ich sehne mich nach Liebe oder was auch immer. Liebe ist ja ein weites Thema und in diesem Crystal Flow findet ganz tiefgehende Befreiung statt für alles, was bei dir sozusagen um die Liebe gelegt ist. Die Bänder, die Blockaden. Und dadurch, dass es schon ziemlich am Ende der Portaltagewelle ist, hat sich schon viel, ich sag mal, automatisch bei dir gezeigt, da wirklich da sind Dimensionssprünge, Quantensprünge oder wie auch immer du das nennen das möchtest, möglich. Power dahinter. Wirklich Power dahinter. Ja. Und wenn du nachlesen willst, wir haben eine neue Seite gemacht für den Crystal Flow. Wunderschön. Super geil. Und auch ein paar neue Texte und natürlich auch der Text für
genau diesen Christoph Lowe. Mhm. Und bei den Worten können wir dir nur raten, lies und fließ mit. Mhm. Denk gar nicht nach, sondern lass dich richtig reinfallen in die Worte, mhm. weil dann bekommst du so einen Funken davon, was der Crystal Flow für dich alles bewirken kann. Ja. Dieser Crystal Flow ist dann auch besonders schön für Kinder, mhm. die relativ schnell in dieser Zeit, in der die Zerstörung nochmal so ein bisschen aufkocht, sich verloren fühlen können, außerhalb dieser Liebe, die sie ja gewohnt sind. Also wenn du deinen Kindern was Gutes tun willst, das ist wirklich Nahrung pur. Nahrung auf allen Ebenen. Und ich freue mich selber schon riesig auf diesen Crystal Flow. Ja. Und ich freue mich auf die 10er Portal-Tagewelle. Es ist einfach so, dass du dir das gönnen darfst. Mhm. Auf allen Ebenen. Und vielleicht denkst du manchmal, ja, aber ich mache schon so viel. Ja, gönn dir doch einfach alles. Gönn dir die volle Dröhnung, damit du frei wirst. Ja. Und zwar jetzt. Ja. Oder? Ja. Ja. Es kann dir nicht zu viel werden. Und wenn es dir zu viel ist, dann ist es dir auf jeden Fall zu viel an den Dingen, die nicht so nährend sind. Ja. Weil zum Beispiel, ich nehme jetzt mal unsere Programme, ich nehme alles, was im Spiel des Lebens ist, daran kann dir nichts, gar nichts zu viel werden. Nee. Das ist einfach nur eine, nenne ich jetzt mal, alte Erinnerung, die du da mit dir rumschleifst aus der Zerstörung, in der du vielleicht gerade noch mittendrin steckst, dann mach's einfach mal anders. Ja. Gönn dir mal die Sachen aus der Liebe, vielleicht zu viel und dann genau richtig. Ja, ja, genau. Zu viel kommt ohnehin aus dem Kopf oder wabert in einer deiner Resonanzen und dann ja. weg damit. Ja. Also, wir laden dich einfach nur herzlich ein. Es ist natürlich die 10er Portal-Tagewelle mit Channelings und sowas. Wenn du es noch nicht gespürt hast, sagen wir es jetzt nochmal kostenlos, ja. ein Geschenk. Darum gönn es dir und hab ganz unendlich viel Spaß. Ja, wir freuen uns auf dich und sehen dich sozusagen immer und immer wieder im Feld. Ja. Danke. Bis bald. Bis bald.